Heute geht's um die Kleinen. Sowas habt ihr bestimmt auch schon erlebt. Kann ich Taschengeld haben? Ist es schon wieder soweit? Na, hier hast du einen Eiermann. Was? Eine Mütze? Kann ich mein Taschengeld nicht digital haben? Digital? Bist du da nicht noch ein bisschen jung für? Nein, ich bin 11. Digitales Taschengeld. Wo gibt's denn sowas? Ich habe mich auf die Suche gemacht und Bling entdeckt. Und wo gibt's schon digitales Taschengeld? In Berlin. Na klar. Hi Nils, alles gut bei dir? Alles gut, ja. Willkommen bei Bling. Und wer ganz nah an der Gen Alpha, also den Kids von heute ist, ist Nils. Nils, du bist Mitgründer von Bling. Sag mal im Ernst, für was brauchen Kinder digitales Taschengeld? Hängen die nicht schon lang genug am Handy? Diese Idee von Bling ist eigentlich aus einer Frustration entstanden. Nach meinen 12 Schuljahren habe ich zurückgeschaut und gemerkt, dass ich nichts über den Umgang mit Geld gelernt habe. Und wozu das führt, das sehen wir in den Statistiken rund um Finanzkompetenz in Deutschland, aber ganz Europa. Ich habe mir überlegt, wie kann man das ändern? Und so ist die Idee zu Bling entstanden. Und wie funktioniert das jetzt? Ja, die Bling-Karte, das ist diese Karte. Damit können Kinder und Jugendliche selbstständig in ganz Deutschland, aber auch im Internet bezahlen. Die Eltern können die Karte in wenigen Minuten in der Bling-App bestellen, die in Echtzeit aufladen, Limits und Einstellungen festlegen. Und die Kinder wiederum haben eine eigene App-Ansicht, wo eigentlich die komplette Magic passiert. Das mit der Magie, das musst du mir aber mal zeigen. Ja, dann sprich doch mit meinem Co-Founder Leon, aka Zauberer. Was ist jetzt das Magische an der App? Ich glaube, das Magische an der App ist, dass es eine komplett digitale Bezahlerfahrung ist. Ich habe eine mobile Ansicht für die Eltern, für die Kinder und ich habe einen Junior-Modus für 7- bis 10-Jährige. Es ist so, dass ich meine Kinder eine Übersicht unter meiner Kinder habe, ein Elternguthaben, was ich aufladen kann, sowohl in Echtzeit mit Kreditkarte als auch mit einem Bankkonto. Und hier sind unterschiedliche Bankkonten, die ich zur Option habe. Ich sehe schon, Deutsche Bank. Natürlich auch die Deutsche Bank, die zur Verfügung steht. Ich kann beispielsweise mal eine Echtzeitaufladung machen. Ich klicke auf den Kreditkartenbereich, wähle einen Betrag aus. Beispielsweise nehme ich jetzt 10 Euro als Betrag und den kann ich einfach in Echtzeit von meiner Visa-Karte jetzt in dem Fall aufladen. Dauert wenige Sekunden und dann steht mir das Geld auch schon auf dem Elternguthaben zur Verfügung. Und jetzt können die Kinder schon das Geld nehmen und mit einkaufen. Genau, ich sehe, dass der Betrag jetzt 40 Euro sind. Ich kann jetzt einfach das Geld flexibel verteilen. Wenn die Kinder jetzt mit ihrer Karte Kleinigkeiten beim Händler einkaufen, wird das nicht unheimlich teuer für den? Für uns ist es wichtig, dass wir allgemein eine sehr große Akzeptanz haben. Sei das bei Eltern, bei Großeltern, bei den Kindern, bei den Jugendlichen, aber eben auch bei den Händlern. Und deswegen freue ich mich sehr, dass die Bling-Card auch von eben diesen Händlern sehr geschätzt wird, dass wir hier positives Feedback bekommen. Es ist eine Prepaid-Mastercard, das heißt, die funktioniert eigentlich überall. Aber die Händler wissen, wenn ein Kind mit einer Bling-Karte bezahlt, dass es eben auch bezahlen darf. Und wenn man früher vielleicht noch Bonbons gekauft hat, möchte man sich vielleicht heute eher einen Fortnite-Skin kaufen. Also diese Taschengeldinteressen, die verändern sich auch ein Stück weit. Jetzt habt ihr ja ein Abo-Modell mit monatlicher Gebühr. Schreckt das denn die Userinnen nicht ab? Ja, Jürgen, ich glaube, die meisten finden es tatsächlich konsequent. Am Ende des Tages wollen wir in Deutschland Familien geldklug machen. Und stell dir vor, wie sollte das funktionieren, wenn wir selbst kein geldkluges Geschäftsmodell haben? Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir ein fundiertes Geschäftsmodell haben, wo wir auch unser Produkt nachhaltig weiterentwickeln können, wo wir weiterhin in lehrreiche Inhalte investieren können und wo wir schlussendlich auch gerade mit diesen sensitiven Kundendaten auch so umgehen können, wie wir das für richtig halten. Wäre so ein digitales Taschengeld nicht auch eine Idee für euch? Und jetzt, wo ich so die Küche sehe, digitales Haushaltsbuch wäre auch was, oder? Ja, we will see. Ich sage nur, Familien haben sehr viel Potenzial.